Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute gibt es nach sehr, sehr langer Zeit nochmal einen Primark-Haul von mir. Ich weiß nicht, ich hatte super dolle Lust nochmal ein bisschen shoppen zu gehen, habe mir viele Frühlings- und auch ein paar Sommerteile gekauft und ich habe tatsächlich zwei riesen Primark-Tüten gefüllt. Und ja, was mag sich darin wohl verstecken? Ich würde sagen, ich fange einfach direkt an, euch mal das ein oder andere Teil vorzustellen. Und tada, was ziehen wir denn daraus? Direkt eine Sommerhose, eine kurze Shorts, eine Jeans-Shorts in einem ganz schönen hellen Gelb. Ich fand die irgendwie ganz, ganz süß, die Hose. Die ist hier vorne so ein bisschen zerknittert und ausgefranst an den Beinen. Die gab es auch in rosa bzw. pink, aber leider nicht mehr in meiner Größe. Und gelb finde ich irgendwie für den Sommer auch total cool. Genau, die ist ganz schlicht hinten mit den Taschen gehalten und die hat gekostet 7 Euro. Dann habe ich mir auch noch ein T-Shirt in der Farbe Gelb gekauft. Und zwar, ich finde irgendwie Gelb strahlt irgendwie so eine Fröhlichkeit aus und deswegen passt auch der Spruch ganz gut, der da drauf steht. Da steht nämlich drauf, Be Happy and Smile. Und ich fand das irgendwie ganz süß mit dieser weißen Schrift. Das T-Shirt ist sehr locker geschnitten, also sehr weit. Und die Ärmel sind so doppelt genäht, was ich auch ganz cool fand. Und ja, alles in allem ist es ein sehr schönes T-Shirt. Und es ist so ganz, ganz leicht bauchfrei. Also wenn man so die Arme hochreißt, dann kommt unten ein bisschen der Bauch raus. Das fand ich eigentlich auch für den Sommer ganz cool. Und das hat 6 Euro gekostet. Dann geht's weiter mit einem wunderschönen Paar Sommerschuhe. Ich habe mir Ballerinas gekauft. Ich finde irgendwie, jedes Jahr braucht man ein neues Paar Ballerinas. Und meistens werden sie bei mir schwarz, weil schwarz einfach zu allem super passt. Die sind ganz, ganz süß. Die haben vorne so eine Schleife und sind an der Seite so mit so ein paar Löchern verziert, sage ich jetzt mal. Und haben so einen ganz weichen Stoff, so als ob das Wildleder wäre. Und ich finde, die sehen einfach super süß aus, machen einen schönen schmalen Fuß und ja, haben 11 Euro gekostet. Dann geht's weiter mit noch einem gelben Teil, wie ich gerade gesehen habe. Und zwar habe ich mir so eine schöne Sommerstrand-Beach-Shorts gekauft. Die finde ich irgendwie mega cool, wirklich für den Hochsommer, um irgendwie abends rumzuchillen, also als kurze Jogginghose oder halt eben am Strand oder keine Ahnung, wann auch immer. Die sind einfach gemütlich und sehen eigentlich ganz cool aus. Die habe ich mir eben einmal in diesem hellen Gelb hier geholt. An der Seite gibt es so einen kleinen weißen Streifen. Hat 4 Euro gekostet und ich hatte mir die nämlich schon mal vorher in Pink gekauft. Da fand ich den nämlich auch ganz cool. Und deswegen habe ich sie mir jetzt auch noch in einer neuen Farbe geholt, weil die eben echt super bequem ist und halt eigentlich auch ziemlich cool aussieht. Auch mit dem weißen Streifen hier an der Seite. Und die hat natürlich auch 4 Euro gekostet. Die Hose gibt es übrigens in ganz vielen Farben und mit super vielen auch Mustern im Primark. Also könnt ihr einfach mal schauen. Dann kommen wir zu meinem nächsten T-Shirt und da fängt es schon an mit der Farbe Rosa. Beziehungsweise pink oder rosa oder wie ihr es auch gerne hättet. Das ist ein T-Shirt und ihr seht das schon, wenn ich das euch mal so hinhalte. Das ist sehr, sehr weit, ist aber Größe 34, also eigentlich nur kleine Größe. Also es ist extra so geschnitten und sieht angezogen eigentlich ziemlich cool aus. Ich finde im Sommer so weite T-Shirts ganz angenehm. Da kommt die Luft schön durch und es ist irgendwie cooler als so enge T-Shirts. Auf jeden Fall ist da halt in der Mitte so ein weißes Motiv mit so einem Adler in so einem Kreis drauf. Da ist so ein bisschen Schrift und so. Und ich fand das ganz cool. Die Ärmel sind relativ lang und auch sehr, sehr weit. Und das Besondere an diesem T-Shirt, erstmal ist es ein sehr dünner Stoff und es sieht so ziemlich abgenutzt aus. Also es hat so einen leichten Used Look, das heißt, die Farbe ist teilweise an manchen Stellen so fleckig raus und vor allem hier auch am Rand eben sieht es ziemlich used aus. Und ja, das T-Shirt hat 7 Euro gekostet. Dann habe ich mir eine neue Sonnenbrille für den Sommer geholt. Denn ich hatte bisher nur so eine typische Pilotenbrille. Die sieht zwar auch ganz cool aus, aber ich wollte gerne auch mal was anderes haben und habe eine gefunden, die eine ziemlich außergewöhnliche Form hat, wie ich finde. Die ist braun und wenn man da durchguckt, macht die ein sehr, sehr gemütliches Licht. Auf jeden Fall hat die so ein ganz leichtes braunes Tigermuster, sage ich jetzt mal. Und die ist eben matt, also hier das Gestell ist matt. Und ich finde, die Form passt irgendwie ganz gut zu mir. Ich habe ja ein ziemlich rundliches Gesicht und da muss ich immer so ein bisschen aufpassen. Mir stehen nicht so viele Sonnenbrillen, aber hiermit bin ich sehr, sehr zufrieden eigentlich. Und ich glaube, die werde ich auch sehr viel anziehen. Und die hat 2,50 Euro gekostet. Als nächstes habe ich mal etwas, was nichts mit Anziehsachen zu tun hat. Und zwar ist das ein Lippenprodukt. Es heißt Lip Stain Pen.
Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es ein Lipgloss oder ein Lippenstift ist. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aufgemacht. Es sieht einfach aus wie ein ganz dicker Filzstift. Ich glaube, ich blende euch das jetzt mal ein, wie ich es auf die Lippen aufgetragen habe, damit ihr euch das auch mal vorstellen könnt. Ich fand das irgendwie ganz cool, weil ich sowas halt noch nie gesehen habe. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Und das hat gekostet 2 Euro. So, und wo wir gerade bei Lippenprodukten sind, wollte ich euch ganz kurz meinen Lippenstift vorstellen. Denn gerade in Videos, wo ich diesen Lippenstift trage, kriege ich sehr viele Kommentare, was das denn für einer ist. Deswegen sage ich es euch jetzt mal kurz. Und zwar ist der von J.Cat. Das ist die Nummer 102 Mulberry. Das ist eben so ein ganz heller Rosaton, den ich sehr schön finde und im Moment halt auch wirklich gerne trage. Und ihr findet ihn jetzt bei Miyakosa. Über den Link in der Infobox könnt ihr ihn euch nochmal anschauen. Da sind auch noch ein paar andere schöne Farben. Und dann geht es jetzt direkt wieder weiter mit meinen Primark-Ausbeute-Sachen. Und zwar habe ich mir jetzt mal was richtig Sommerliches gekauft. Und ja, das sind diese Schuhe hier. Ihr kennt die bestimmt, diese Form. Das sind halt wirklich so Strandlatschen, sage ich jetzt mal. Die haben auch nur so einen Gummizug. Die sind wirklich fast neonpink, so knallig sind. Die haben 4 Euro gekostet. Ich glaube, die muss man cool kombinieren, damit sie auch cool aussehen. Aber ich fand die irgendwie ganz cool, weil die eben auch so richtig, richtig knallig sind. Und wenn ich sie halt nur irgendwie zum Strand und wieder zurück anziehe im Sommerurlaub, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall habe ich sie jetzt erstmal mitgenommen. Dann machen wir weiter mit 2 Sachen, die ihr schon das ganze Video lang gesehen habt, denn ich habe es gerade an. Und zwar ist das einmal dieser Pulli hier. Ich habe mir den jetzt mal in so einem hellgrau meliert geholt. Den gab es auch in sehr, sehr vielen Farben, aber ich fand die irgendwie am coolsten. Und das ist eben ein sehr grob gestrickter Pulli mit so einem ganz schönen Muster. Und dadurch ist es halt auch sehr luftig und ich glaube, der Pulli ist ganz cool. Wenn das Wetter jetzt ein bisschen wärmer wird, kann man sich den abends einfach rüberziehen oder wenn die Sonne halt weggeht. Und der hat 11 Euro gekostet und dazu trage ich meine neue Kette, die hat 3 Euro gekostet und die fand ich auch sehr süß. Die ist Gold mit so ganz hellrosa Steinchen an den Seiten, hier mit so einem weißen Band ein bisschen verspielt und die ist halt ein bisschen auffälliger, ist aber halt nicht zu auffällig. Ich finde, das ist so eine richtig perfekte Kette, sage ich jetzt mal. So, meine Lieben, dann kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingsteile aus diesem Primark. Entschuldigung. Und zwar ist das meine Schlafanzughose. Ich liebe die über alles, weil ich die so schön finde. Die ist einfach rosa mit weißen Pünktchen drauf. Die sieht so süß aus und die ist unten mit so einem Gummiband zu. Das ist bei mir auch immer ganz praktisch, weil ich ja ziemlich klein bin und deswegen sind mir meistens die Hosen auch ein bisschen zu lang. Ich habe die schon angehabt letzte Nacht, habe sehr gut drin geschlafen. Die ist nicht zu weit, ist nicht zu eng, hat einen relativ dünnen Stoff, von daher eigentlich sehr gut jetzt auch für die wärmere Jahreszeit. Und ich liebe sie einfach nur. Die hat 8 Euro gekostet und separat habe ich mir dann noch so ein anderes Oberteil dazu geholt, auch aus der Schlafanzugabteilung. Das ist ein weißes, ganz lockeres Top und hat hier vorne so ein weißes Strickherz und es finde ich auch ganz süß, passt auch, finde ich, sehr, sehr gut einfach zu dieser Hose und das hat 4 Euro gekostet. Habe ich mir noch ein Pflegeprodukt gekauft und zwar dieses The Bubbles and Butter Company mit Erdbeergeruch und ich dachte, weil da Bubbles draufsteht, wäre das ein Badezusatz, irgendwie so glitschige Erdbeerkugeln oder keine Ahnung, was ich mir gedacht habe. Ich hätte mal besser drauf gucken sollen, denn da steht nämlich irgendwo auch hier Body Butter, also es ist einfach nur ganz normale Körpercreme. Die riecht aber wirklich sehr, sehr lecker und fruchtig nach Erdbeere und ja. Die wird natürlich auch von mir benutzt. Ich war jetzt irgendwie so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, ich hätte so einen richtig coolen Badewannenzusatz. Aber ist natürlich überhaupt kein Problem. Hat 3,50 Euro gekostet. So, dann kommen wir zu einem Teil, wovon ich noch nicht weiß, ob ich einen Fehlkauf gemacht habe. Und zwar habe ich mir eine Latzhose gekauft. Eine Jeans-Latzhose hat 19 Euro gekostet, also fand ich eigentlich echt nicht so teuer. Ist ja schon relativ viel Stoff dran. Und ja, es gab wirklich sehr viele verschiedene Latzhosen beim Primark, verwaschen, mit Löchern drin. Aber ich wollte einfach eine ganz schlichte haben, weil ich finde, so eine Latzhose an sich fällt schon sehr auf. Und habe mir eine in so einem richtig normalen Jeans-Blauton geholt, sage ich jetzt mal. Die ist wirklich sehr schlicht gehalten, das heißt, hier vorne ist einfach eine kleine Tasche dran. Die Hosentaschen sind auch ganz schlicht, nichts drauf, drumherum oder was auch immer. Die sitzt sehr gut, das heißt, die Beine sind ziemlich eng, wie halt bei einer ganz normalen Röhrenjeans. Und ja, ich glaube, ich muss mich einfach noch ein bisschen dran gewöhnen. Ich finde Latzhosen eigentlich echt cool. Ich habe die oft so in Fashion-Zeitschriften die letzte Zeit gesehen und so. Aber ich muss mal so
gucken, was ich für Oberteile drunter ziehen kann, wie ich das Ganze so ein bisschen gestalten kann, damit das auch wirklich cool aussieht. Und ja, ich weiß nicht, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von Nutzhosen haltet. Ja, dann kommen wir doch direkt mal zu meinem allerletzten Teil aus diesem Haul. Und zwar ist das nochmal ein paar Schuhe. Es ist ganz schlimm, wenn ich zum Primark shoppen gehe, dann habe ich nachher immer so einen Haufen neue Schuhe, weil die immer so günstig sind. Und da gibt es echt schöne, vor allem halt so Sommer- und Stoffschuhe, finde ich. Ich habe mir jetzt nochmal noch ein paar pinke Schuhe gekauft. Also ich glaube, die Hälfte meiner Schuhe sind alle pink im Moment. Das sind so Turnschuhe, die sind so Chucks ähnlich und ich fand die eigentlich echt cool, die sind wirklich richtig knallig wieder, aber ich dachte mir, ich weiß nicht, ich mag irgendwie bunte Schuhe wirklich sehr, ich finde das kann so ein richtiger Eyecatcher sein und ja, da ich eh sehr viele pinke Anziehsachen habe, kann ich eigentlich mit pink nicht so viel falsch machen. Die sehen wirklich getragen sehr schön aus, finde ich. Man muss sie, glaube ich, ganz cool kombinieren und gerade auch im Sommer vielleicht mit einer kurzen Hose oder so sieht das bestimmt ganz cool aus. Habe ich schon gesagt, die haben 7 Euro gekostet. So, meine Lieben, das war's mit meinem Primark-Haul. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat und wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ja, vielleicht konnte ich euch ja mit meinen Sachen ein bisschen inspirieren und zum Schluss gibt's noch eine Videofrage. Wenn ihr Lust habt, dass ich am Sonntag nochmal eine lustige Challenge mit der Dagi hochlade, dann gebt dem Video doch auch einen Daumen nach oben, dass ich das sehe und dann werde ich das auch machen. Und ich würde sagen, damit beende ich jetzt mal das Video. Zum Schluss verlinke ich euch hier noch einmal den DM-Haul, den aktuellen, denn da findet ihr jetzt in der Infobox den Gewinner meiner Verlosung und auf der anderen Seite kommt ihr zu unserem aktuellen 10 Arten, sich zu streiten Video. Und jetzt ist Schluss. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder mit ein und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und sagt Tschüss.